Musik liegt in der Luft. Seid gegrüßet und willkommen geheißen hier vor der pfalzgräfischen Residenz zu Neumarkt in der Oberen Pfalz. Gott zum Gruße. Dies ist für wahr das prächtigste Wasserschloss weit und breit. Nachdem das Schloss im Jahre 1520 fast vollständig abgebrannt ist, hat es nun unser Pfalzgraf Friedrich II. Wieder errichten lassen. Und ganz modern, im heutigen Stil der Renaissance. Ursprünglich wurde das Schloss anno 1410 von Johann I. im gotischen Stil erbaut. Johann war der Sohn von König Ruprecht und er war unser erster Neumarkter Pfalzgraf. Der Wittelsbacher residierte hier mit seiner Gemahlin Katharina von Pommern-Stolp. Das Paar hatte 7 Kinder, von denen 6 jedoch kurz nach der Geburt verstorben sind. Nur das jüngste Kind ist ihnen geblieben. Hier im Innenhof sehen Sie das Bildnis Ihres einzigen Sohnes, Christoph, der wohl berühmteste Sohn unserer Stadt. Als Christoph III. Wurde er im Jahre des Herrn 1440 zum König von Dänemark gekrönt, etwas später auch zum König von Schweden und Norwegen. Ja, man höre und staune, die Stadt Neumarkt hat einen König hervorgebracht. Wie bereits kundgetan, haben die mächtigen Heidelberger Pfalzgrafen bei Rhein die Stadt Neumarkt zu einem ihrer Regierungssitze erkoren. Hier am Residenzplatz bildet das Pfalzgrafenschloss zusammen mit dem Reitstadel und der Kirche das historische Schmuckkästchen Neumarkts. Im Volksmund wird das prächtige Gotteshaus bis heute schlicht und einfach Schloss oder Hofkirche genannt. Der bereits erwähnte Pfalzgraf Johann löste hier sein Eheversprechen ein gegenüber seiner Gattin. Er ließ ab 1418 die bereits bestehende Marienkapelle erweitern. Es entstand eine beeindruckende spätgotische Kirche. Diese war natürlich ausschließlich uns Adeligen vorbehalten. Absolut sehenswert ist im Innenraum das Grabmal unseres vierten Pfalzgrafen Otto II., genannt der Mathematikus. Dieses Hochgrab aus rotem Marmor zählt zu den bedeutendsten Kunstwerken unserer Zeit. Otto II. Ist übrigens der einzige Pfalzgraf, der in Neumarkt sowohl geboren als auch beigesetzt wurde. Er starb unbeweibt und kinderlos. Möge er in Frieden ruhen.